Meine Damen und Herren, danke für die vielen Begrüßungen, die natürlich viel zu schmeichelhaft für mich ausgefallen sind, wie Sie bemerkt haben. Das Thema ist gewaltig groß und ich will versuchen, in einem Parforce-Ritt von etwa 45 Minuten einige der großen Themenfelder anzutippen, damit wir dann vielleicht danach auch miteinander darüber sprechen können. Eines muss ich vorweg sagen, das betrifft auch den Bereich der Forschung, der Politik, all derer, die Experten sind, sage ich mal. Niemand hat vorausgesehen und gewusst, was wir in diesem Jahre vor uns haben. Niemand. Die Geheimdienste nehme ich aus solchen Prognosen immer schon aus, die wissen sowieso nichts voraus. Aber auch unter uns, unter politisch denkenden und analysierenden Menschen, unter Journalisten, unter Abgeordneten, nein, niemand hat diese Wucht einer Weltbewegung vorausgesehen. Einzelne Elemente konnte man voraussehen und daraus kann man auch bestimmte Mahnungen an die Politik vertreten, aber niemand hat das vorausgesehen. Ich will mit Ihnen zusammen die fünf Kategorien der Flüchtlinge, die wir gegenwärtig auf Europa zudrängen sehen oder demnächst zudrängen sehen, abhandeln, wo sie entführen auf Plätze, in denen es im Moment dramatisch zugeht, wie kaum je erwartet, zum Beispiel auf Lesbos. Ich habe heute von unseren beiden Grünhelmen, die dort arbeiten, erfahren, dass es gar nicht mehr zu fassen ist. An der anderen Seite der türkischen Küste sammeln sich Busse und die Zahl derer, die täglich rüberkommen in diesen Schlauchbooten, wovon denn einige ertrinken, meist Kinder, die Zahl der Schlauchboote ist so groß, dass wir täglich 3000 allein in dem Ort Skala Sikaminias haben. Also alles hat getrogen. Auch da muss ich wieder sagen, man muss sich trauen, zuzugeben, dass man sich geirrt hat. Als ich vor anderthalb Wochen auf Lesbos war, war uns allen klar, dass das runtergehen wird aufgrund der saisonalen Situation. Es geht immer runter im Seeverkehr. Wenn der Winter kommt, wenn die Winde kommen, dann kann man mit Schlauchbooten eigentlich nicht über so eine Meerenge kommen. Das alles hat getrogen, weil die Wucht ist so groß und wir müssen uns darauf einlassen, uns klarzumachen, warum ist diese Wucht so groß? Wieso kommt es zu dieser Wucht? Es gibt nicht einen Motivstrang, es gibt mehrere, es gibt viele. Aber ich fange mal an mit den fünf großen Kategorien derer, die gegenwärtig sich auf den Weg machen. Das erste sind die Syrer, die wahrscheinlich die Hauptmasse gegenwärtig darstellen. Auch in Lesbos ist es so. Und mit den Syrern ist es vergleichsweise einfach, in Anführungszeichen, weil die Syrer sind erstmal diejenigen, denen wir das am einfachsten und am schnellsten gönnen möchten, dass sie in Europa einen sicheren Hafen, ein sicheres Land betreten können, weil in ihrem Land der Krieg tobt und die Brutalität tobt, wie wir das 2012 bis 2013, als wir damals da gearbeitet haben im Norden Syriens, gar nicht geahnt haben, dass es noch mal zu einer solchen Eskalation an Brutalität kommen kann. Es ist nicht zu fassen. Kriege wurden wissenschaftlich als asymmetrische beschrieben. Ich glaube, wir kommen in eine Phase, wo Kriege dadurch sich auszeichnen, dass die Kriegsparteien sich an Brutalität übertreffen, an Abschreckungsbrutalität. In einem Vorort von Damaskus sind Käfige, die auf LKWs montiert sind, in denen genau diejenigen sind, die das Regime nicht treffen darf, nämlich Aleviten, die gefangen gesetzt werden und die dann als Schutzschilde geradezu ausgesetzt sind einem nächsten Bombenangriff. Also was menschliches Hirn gar nicht ausbrüten kann, kommt in solchen Situationen dann zu einer realen Entfaltung. Es ist furchtbar. Realistisch gesprochen, das ist auch etwas, was in der Frage der
der Flüchtlingspolitik, der Asylpolitik in Deutschland zu beachten sind. Die Syrer sind im Vergleich, das meine ich jetzt etwas platt gesagt, ich müsste das erklären, aber ich kann es jetzt nicht weiter erklären, die Syrer sind ähnlich wie die Vietnamesen eine vergleichsweise leichte Gruppe für uns. Warum sind sie das? Das habe ich gelernt vor 36 Jahren, weil ich vor 36 Jahren der Meinung war, der kulturelle Unterschied ist deshalb so groß, weil die geografische Distanz so groß ist. Pustekuchen, das muss gar nichts heißen. Die vietnamesische Gesellschaft war schon eine Mittelstandsgesellschaft, hatte ein Ausbildungsniveau, das unser Mensch sprach. Und deshalb geht dann natürlich das, was wir einleben in eine Gesellschaft, in eine Lebenskultur nennen, geht natürlich sehr viel leichter. Das ist kein Argument gegen andere, sondern es ist nur ein Argument, es ist nur ein Hinweis darauf, dass es Gruppen gibt, Nationalitäten, mit denen wir es leichter haben und schwerer haben. Um die zweite Kategorie dabei zu nennen, die Afghanen, die jetzt in einer Zahl kommen, die wir uns gar nicht vorstellen konnten, die eigentlich von deutscher Politik und deutscher Bundeswehr gar nicht hätten kommen dürfen. Wie kommen die darauf, nachdem wir so 900 Milliarden Euro in dem Land ausgegeben haben? Wie kommen die darauf, plötzlich zu uns zu kommen? Also das hat auch tiefliegende Gründe. Der Wandel in der Welt, auch in der globalen Welt, das, was wir mit dem Modewort Globalisierung machen, ist so total manchmal, dass es keinen Flecken auf der Erde mehr gibt, wo man nicht Informationen sich beschaffen kann. Man kann die für diese Fluchtbewegung, man kann nicht überschätzen, was die Wirkung der digitalen Kommunikation bedeutet. Man kann das nicht überschätzen. Denn das betrifft auch die Kategorie, die ich später noch erwähnen werde, die afrikanischen Migranten. Auch die, unter der 1 Milliarde Afrikaner werden mittlerweile 420 Millionen Handybesitzer gezählt. Und jeder Flüchtling, ganz gleich, ob er oberhalb der spanischen Enklave von Melilla auf marokkanischem Boden in dem Wald Guruguru ist, oberhalb von Ceuta oder in Ägypten oder in Jordanien, in Za'atari, jeder hat ein Handy oder ein Smartphone. Und das müssen wir auch wieder verstehen, weil es gibt weiter noch das Vorurteil in meiner Gesellschaft, dass Flüchtlinge verdammt nochmal arm zu sein haben. Und die müssen am besten halb nackt ankommen und ausgehungert, dann sind sie richtig gute Flüchtlinge. Und wenn jemand daherkommt und hat ein Smartphone in der Hand, ja, dann hat er doch schon Geld. Dann kann er ja schon, ja, dann ist das halt kein richtiger Flüchtling. Hat mir ein ehemaliger Ministerpräsident eines deutschen Bundeslandes gesagt. Ich werde nicht verraten, wer das war. Aber es ist, nein, wir müssen davon Abschied nehmen, dass wir nur abgerissene Menschen bekommen, die durch die Strapazen, die Tragödie dieser wahnsinnigen Flucht zu Fuß, zu Lande, zu Wasser und in der Luft, dass die eben arm aussehen müssen. Nein, das muss nicht sein. Dieses Smartphone, um noch mal einen Moment dabei zu bleiben, oder dieses Handy, ist natürlich öffnet für ganze Millionen von jungen Menschen die Welt. Und zwar in einer Weise, die wir plastisch uns kaum vorstellen können. Ich sage mal ein Beispiel, jetzt bei dem Fall Afghanistan. Als wir 2003, 4, 5 anfingen mit Schulbau im Westen Afghanistan, da besinne ich mich auf wunderbare Situationen, da wir mit den Schülerinnen und Schülern in Klassen zusammen waren und den Lehrern, und wir dann immer erklären mussten anhand einer Tafel, von wo wir denn kommen, wir komischen Deutschen. Und das war ein Moment der Enthüllung und der Découvrie. Sie wussten, diese Schüler und die Afghanen überhaupt kannten die Welt,
als Afghanistan, als den Iran und als Pakistan. Dahinter gab es nicht. Und wenn wir sagten, wir kommen aber von dahinter, hinter Afghanistan, da haben sie sich das ganz komisch angeguckt, dahinter gibt es doch gar nichts. Das hat sich total geändert. Auch wir haben noch miterlebt, dass die große Welle der arbeitslosen Jugendlichen, die dann begann und die Tragödie Afghanistans darstellt, dass die alle in den Iran gingen, auch wenn es ganz illegal war. Sie haben das geschafft, irgendwie reinzukommen, weil dort konnte man eine Ausbildung haben und konnte Geld verdienen. Jetzt ist das überrollt von der Information, dass es noch besser ist, als in den Iran zu gehen und da eben nicht geduldet zu sein. Noch viel besser ist es, wenn man durch zwei islamische Länder geht und bei den Ungläubigen landet, um es mal islamisch zu sagen. Das wird ganz gewaltige Auswirkungen haben, was wir jetzt erleben, auf die Verhältnisse der Weltreligionen, auch auf das Innerste des Islam. Es gibt in den sozialen Medien der arabischen Welt gibt es gewaltige Diskussionen darüber, weshalb denn nicht Saudi-Arabien diese Menschen aufnimmt, weshalb die denn alle nach Berlin müssen, weshalb die nach Berlin gehen und nicht nach Mekka. Schande über den Islam, das sind solche Titelzeilen in den Blogs in der arabischen Welt. Also man kann nicht davon absehen, dass diese Bewegung sehr viele Nebeneffekte hat, die manchmal eben sehr positiv sind, weil sie etwas erneuern, weil sie etwas aufreißen im Bewusstsein von Menschen in den Köpfen. Mit den Afghanen, um damit kurz zu Ende zu kommen, mit den Afghanen wird es wesentlich schwieriger werden. Nicht, weil das schlechte Menschen sind, sondern weil die nicht wie einer Generation, wie einer Gesellschaft angehören, wo es noch ganz viel Analphabetismus gibt. Berufsausbildung so gut wie gar nicht. Arbeitskräfte werden nur auf dem landwirtschaftlichen oder dem Opiummarkt gebraucht. Und das ist natürlich zu wenig. Also diese Gruppe, die ja sehr stark im Kommen ist und wahrscheinlich sich jetzt auch noch mal neu formiert, die wird uns viel Arbeit machen, mehr als die Syrer. Eine dritte Kategorie sind die Menschen, die keine Flüchtlinge sind, das sind die Balkanmenschen. Ich mag nicht die Unterscheidungen, die in Deutschland in der Fachdiskussion oder in der journalistischen Diskussion immer wieder geführt werden. Für mich gibt es Flüchtlinge oder Nichtflüchtlinge. Und diese Menschen sind keine Flüchtlinge, bis auf wenige, die als Roma oder Ashkali oder wie sie in manchen Ländern des Südosteuropas nennen, auch Zigeuner, Zigani, bis auf diese wenigen, die aber weniger werden, haben diese Menschen eigentlich nicht als Flüchtlinge etwas bei uns verloren. Und es wäre gut, die Europäische Union, die sowieso in einer dramatisch existenziellen Situation gegenwärtig ist, sie würde verstehen, dass man auf jeden Fall die Bedingung, dass Minderheiten gut behandelt werden müssen, als äußerste Bedingung für die Aufnahme in die Europäische Union stellt. Das hat man zum Beispiel bei Rumänien und bei Bulgarien schon verpasst. Man hat es Gott sei Dank nicht, um ein Beispiel zu nennen, was ich sehr gut kenne, was ich auch gerne erzähle, weil es da Widerstand von falscher Seite gibt. Ich kenne sehr gut den Kosovo und bin da immer wieder alle halbe Jahre und kenne diese Menschen und kenne auch die Roma und Ashkali dort. Dort hat es eine Entwicklung gegeben, die gesamte Gesellschaft ist wirtschaftlich am Boden und hat es nicht geschafft bisher. Das ist alles richtig. Nur es gibt eine große Errungenschaft, die der Kosovo sich zugelegt hat. In der Verfassung gibt es ein ausdrückliches Schutzmandat für die Minderheiten. Und das wird eingehalten. Das hat auch materielle Bedeutung. Die Roma und Ashkali haben 4 Abgeordnete im Parlament, und zwar geborene Abgeordnete. Ich habe die alle gesprochen. Das heißt, die haben richtige Volksvertreter, die etwas bewirken können in einer
demokratisch verfassten Gesellschaft. Und die alte Geschichte von der Trepča-Mine in Mitrovica ist längst aufgehoben. Da ist eine große Siedlung entstanden mit Jugendclub, mit Arbeitsplätzen, mit Werkstätten. Ich bin mit dem Bürgermeister da gewesen. Denen geht es besser. Es gibt auch NGOs, Roma-NGOs. Es gibt im Kosovo als einzigem Land der Europäischen Union im Radio und im Fernsehen täglich eine Romanesch-Sendung. Das gibt es nirgendwo in Europa. Nirgendwo. Das muss man erzählen. Das sind Dinge, die gegen den Strom sich entwickelt haben. Gott sei Dank. Die vierte Gruppe, also es kommt, wenn ich Afghanen gesagt habe, meint das, es kommen aus dieser Ecke, wo wir sie auch nicht erwartet haben, aus Südasien, Pakistanis, Kaschmiris. Ja? Das ist eine Sache, die die Politik schon bedenklich finden kann, weil die Zahlen natürlich immer höher gehen dadurch. Wir haben eine große Gruppe, die wir noch nicht im Visier haben, weil sie noch nicht massenhaft bei uns, noch nicht in der Masse da sind, wie sie eigentlich in Nordafrika sich sammeln. Das sind die afrikanischen Migranten. Das ist eine Gruppe, die ich sehr besonders gut kenne, weil wir uns um die gekümmert haben in zwei Ländern in Afrika, besonders in Mauretanien. Das ist ein Land, das liegt an der Westküste, südlich von Marokko. Dort haben wir in einem großen Hafenort, Nouadhibou heißt der, dort haben wir bei einer Bevölkerung von 80.000 Menschen 60.000 Migranten, die dort zugelassen werden, weil der Staat kümmert sich nicht darum, der lässt sie einfach dort sogar einen Platz finden zur Arbeit, wenn sie das finden. Diese jungen Migranten sind aus 17 afrikanischen Ländern. Und wir haben uns mit denen immer wieder unterhalten. Und eines geht nicht, was in Deutschland die Politik und die Medien manchmal so leichtfertig sagen. Dieser Satz klingt ja auch so gut, die sollen doch in ihre Länder zurückgehen. Da werden sie gebraucht. Das ist ein richtiger Satz, der aber keine praktische Bedeutung hat. Und sie können nicht zurückgehen, weil die haben einen Kredit, man muss das so nennen, die haben einen Kredit bekommen über 1.000 oder 1.200 US-Dollar. Das ist eine gewaltige Summe für ein afrikanisches Dorf. So etwas haben die noch nie zusammengebracht. Die haben einen Kredit bekommen und der ist einem aus ihrer Dorfgemeinschaft anvertraut worden, damit er aus dem Kredit was macht. Wenn der aber jetzt sagt, ich habe das da in Nouadhibou an der Küste Mauretaniens gesehen, da werden Leute als Leichen angeschwemmt, das ist alles viel zu gefährlich, denn die Fahrt mit der Pirogge zu den Kanarischen Inseln dauert 4 Tage, 4 Nächte und viele ersaufen dabei. Wenn sie zurückgehen, sind sie ihres Lebens nicht sicher, weil sie haben die Hälfte des Kredits oder mehr verbraucht und haben nichts gebracht. Es gibt eine Möglichkeit, eine Königsmöglichkeit, und über die möchte ich gerne mit Ihnen auch sprechen. Es gibt eine Möglichkeit, das ist Berufsausbildung zu machen. Weil diese jungen Leute wollen nicht unbedingt irgendwo anders hin. Die wollen eine Perspektive für sich erwerben. Und deshalb gibt es eine Möglichkeit, wir haben das ausprobiert in Nouadhibou, wir haben Berufsausbildung gemacht, für Berufe, die in afrikanischen Ländern sehr notwendig sind, wie Bautechniker, Zimmerleute, Maurer, wie Elektroingenieure, wie Solaringenieure. Man kann gar nicht ahnen, was Solar für Afrika bedeutet. Natürlich unendlich viel mehr als für uns in Europa, in dem verregneten Europa. Diese Kfz-Mechaniker mit einem Zertifikat nach 1,5 Jahren trauen die sich zurück und können zurückgehen, weil sie dann ein Gewerbe aufmachen können, einen Shop aufmachen. Ich kenne einige Leute in Ouagadougou und auch in Bamako, die haben das gelernt und die sind zurückgegangen und die sind jetzt gut etabliert auf dem Markt, werden der Mittelstand einer afrikanischen Gesellschaft. Und das ist das, das deute ich jetzt nochmal an, das müssen wir gleich nochmal etwas genauer bereden, das ist das, was ich der Politik alleine vorwerfe, sonst werfe ich ihr nichts vor, weil das wirklich wahnsinnig schwierig ist. Aber man darf nicht nur quatschen über Ursachenbekämpfung. Man muss auch mal zeigen,
wie das denn gehen kann. Und mir scheint, es wäre eine gute Möglichkeit, in den 2, 3 nordafrikanischen Ländern könnte man sehr gut Berufsausbildung großflächig organisieren für junge Menschen aus diesem Land und für junge Migranten. Und damit meine ich Marokko. Ist auch interessante Beobachtung, wenn man sich daran macht. Wir sind dabei, jetzt gerade ein Pilotprojekt in Marokko und auch in Ägypten vorzubereiten. Also ein kleines, um zu zeigen, dass das geht. Wir haben ja nicht die Möglichkeiten, dann gleich in Hunderte auszubilden, sondern erst mal 100. Wenn man anfängt, darum zu fragen, erlebt man etwas Hochinteressantes. Die deutsche Wirtschaft ist schon längst da. In Marokko, in Tunesien, in Ägypten. Und deutsche Industrie- und Handelskammer, ich habe mit denen gesprochen in Casablanca, die finden das sehr gut, wenn wir sowas machen. Und die Regierung von Marokko findet das auch sehr gut, weil es natürlich einfacher für eine Regierung ist, wenn nicht Hunderttausende in einem Wald unterkommen, im Untergrund leben, illegal im Untergrund. Das wäre keine Regierung eine tolle Sache. Wenn davon eben einige langsam in diesen Prozess hineinkommen, dann wäre das etwas, was eben das erfüllt, was wir Ursachenbekämpfung oder das Herangehen an die Ursachen nennen könnten. Das wäre aufs Innigste zu wünschen. Also wir versuchen das jetzt, und es gibt auch Anzeichen dafür, dass in Berlin das ähnlich gesehen wird, im BMZ. Ja. Eine Sache noch, die Migranten, das ist nochmal ein Hinweis darauf, dass wir mit unserem alten Asylrecht so nicht weiterkommen. Wir sind ja auch politisch dabei, das schon auf einen zweiten Ellipsenpunkt zu verlagern. Die Mehrzahl, die überwiegende Mehrheit der afrikanischen Migranten sind nicht politisch verfolgt, sind deshalb aber nicht weniger berechtigt, hierher zu kommen, weil sie auch in Not sind, in einer ganz anderen Not. Aber wir müssen wegkommen von diesem Zwang, der auf der ganzen Welt bekannt ist, wenn du nach Deutschland kommst und hast einen Fuß über die Grenze gesetzt, einen Fuß in den Freistaat Bayern, dann musst du das Wort Asyl kennen. Und dann stellst du deinen Asylantrag ganz gleich, ob das mit irgendjemals im Leben eine politische Verfolgung gegeben hat oder nicht. Das ist ein falscher Weg. Damit belasten wir die Bürokratie unerträglich. Und deshalb wäre es gut, wir würden dieses Migrationsgesetz oder eines der Migrationsgesetze, die wir nach langen, langen Jahren, nach Wismut-Kommission und Bemühungen von Otto Schily und so weiter, jetzt haben wir endlich den Entwurf, das muss kommen, das ist ganz, ganz wichtig. Eine Kategorie von Flüchtlingen ist noch gar nicht da, kommt aber wahrscheinlich mit, fast Geschichtsnotwendigkeit. In dem neuen Buch von Schellnhuber wird ein sehr bewegendes Gespräch. Schellnhuber, der die Bundesregierung und den Papst berät in Umweltfragen und ein großer Kenner der Umweltsituation ist, hat ein neues, wahnsinnig interessantes Buch. Selbstzerstörung heißt das Buch. Der beschreibt in einem Kapitel, dass die Begegnung mit dem jungen Präsidenten der Malediven in Berlin. Und da ist ihm klar, dieser junge Präsident Nadeem, der ist schon dabei, für seine ganze Bevölkerung auf den verschiedenen Inseln und Atollen der Malediven ein Auswegterritorium zu suchen. Weil die sind nur 1 bis 2 Meter über dem Meeresspiegel und sind die Ersten, die dran sind, wenn es so weit kommt, und es kann so weit kommen, es kann auch sehr schnell so weit kommen. Also deshalb, darauf müsste man sich vorbereiten. Das ist eine Kategorie, die noch nicht da ist, auf die wir uns aber vorbereiten sollten. Die Weltgemeinschaft, die europäische Gemeinschaft. Jetzt will ich nochmal zurückkommen auf unser Land. Ich hatte ja schon gesagt, niemand konnte das voraussehen, dass diese gewaltige Bewegung so stark in Deutschland stattgefunden hat. Und deshalb
finde ich es sehr, sehr wichtig, dass wir uns dem aussetzen, was wir erleben können, was wir sehen können. Also ich muss Ihnen sagen, ich bin erstmal unglaublich dankbar und froh darüber, dass Hunderttausende von Menschen in meinem Deutschland, in meiner deutschen Gesellschaft so unglaublich an die Arbeit gehen, obwohl sie das gar nicht müssen, und dafür sorgen, dass diese Flüchtlingsaufnahme wäre längst zusammengebrochen, wenn man sie allein der Verwaltung überlassen hätte. Längst zusammengebrochen. Verwaltung kann das nicht. Verwaltung kann auch nur die Hälfte dessen machen, was Flüchtlinge brauchen. Die Hälfte ist das ordentliche Unterbringen, das Registrieren, das Kopfkissen und die Decke und das Essen. Aber das ist nicht das Hauptbedürfnis eines traumatisierten Flüchtlings, der jetzt durch die Balkanroute gewandert ist, oder der von Libyen mit entsetzlich baufälligen Schiffen rüberkommt übers Mittelmeer oder über andere Strecken. Das größte Bedürfnis ist der Sicherheit zu haben. Auch ein freundliches Gesicht zu sehen, eine freundliche Hand zu haben. Jemand, der, auch wenn er nichts versteht, ist es egal. Wenn er nichts versteht, ist es dennoch ganz wichtig, dabei zu sein. Und das habe ich hundertfältig in Deutschland erlebt. Und darüber bin ich unendlich dankbar. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir von Zeit zu Zeit, das ist ja aus der Mode gekommen, und Politik und Journalismus tun das sowieso nicht, aber ich tue es einfach mal hier heute Abend. Man muss von Zeit zu Zeit seine Gesellschaft auch mal loben. Und das tue ich jetzt hier. Also diese Bewegung, und ich muss auch gleichermaßen Kritik, Sie wissen, ich bin von Herkunft her Journalist, und ich finde es unerträglich, die großen vornehmen Intelligenzblätter unseres Landes zu lesen. Die machen nämlich aus der größten Herausforderung, die Bundesrepublik Deutschland, die Vereinigte Bundesrepublik Deutschland je erlebt hat, die machen aus der ein journalistisches Brimborium, ein Spiel, in dem sie jetzt schon wissen, dass nach 3 Wochen die Merkel gestürzt ist. Klammer auf Spiegel, wenn Sie das lesen. Da ist nichts drin in dieser Nummer, was diese Bewegung, was da alles los ist in einer Gesellschaft. An Probleme natürlich, wie wir heute lesen, über Rote Kreuz, was über die Probleme redet, die in den großen Zeltlagern natürlich passieren, sind das Probleme. Wie soll es denn anders sein? Wie soll es denn anders sein? Aber gleichermaßen finden ganz großartige Bewegungen statt. Menschen nehmen Familien auf in ihre Häuser. Gemeinden machen sich stark, kirchliche Gemeinden. Also das ist mir sehr wichtig, das noch mal zu betonen. Vielleicht kann ich an der Stelle ein Zitat Ihnen bringen, was mir so unglaublich eindrucksvoll schien. Der nicht mehr so junge Martin Walser hat in einem Interview vor drei Wochen, auf die Frage zum Schluss noch einen Blick auf Deutschland: Wie erleben Sie die Gesellschaft unter dem Zustrom von Flüchtlingen? Folgendes gesagt: Was uns da passiert, das ist für mich eine Prüfung. Ich weiß auch, dass es keine Weltregierung gibt und dass der Himmel ziemlich leer ist. Aber das alles hier wirkt so, als würde jetzt Europa geprüft auf seine Gültigkeit als humaner Kontinent. Durch diese Flüchtlingszahlen wird jede Ökonomie, jede Verwaltung erschüttert. Genau so ist es. Unsere Vertreter in Staat und Regierung werden durch diese Provokation geprüft auf Herz und Nieren, beziehungsweise auf den Gültigkeitsgrad ihrer Humanität.
Und es ist doch ganz klar, ich will da keinem einen Vorwurf machen, sagt Walser, aber Sie sehen jetzt den Unterschied zwischen Merkel und Seehofer. Und dann kommt die Frage, die Bundeskanzlerin sagt, wir schaffen das, was Sie schon gesagt haben. Die Merkel hat uns Mut gemacht, oder? Und der Seehofer hat den Skeptiker gespielt. Und da muss ich sagen, wenn das eine Prüfung ist, dann hat die Merkel die Prüfung besser bestanden als der Seehofer. So, das wollte ich Ihnen als Schmankerl noch dazu sagen. Es gibt noch zwei Sachen, die ich gerne loswerden möchte. Wir haben uns in den letzten 40 Jahren ein sehr kompliziertes System angeschafft, ein Verschiebebahnhof, der berechnet war auf Zahlen, die vor 20 Jahren hier kamen, also auf eine berechenbare Zahl, und haben das so ordentlich durchgerechnet. Und diese Flüchtlinge werden dann verschoben von einer Erstausnahmeunterkunft in eine Kommune, dann noch eine weitere Kommune. Es wird ausdrücklich keine Rücksicht darauf genommen, dass eine Familie schreit und sagt, wie ich das jetzt in Siegburg erlebt habe, nein, ich habe aber meine Schwester oder meinen leiblichen Bruder da nebenan in Gladbeck. Nein, hilft gar nichts, hilft nichts. Administration, es wird alles, es werden nicht Familien zusammengeführt, es werden sogar Familien auseinander. Ich habe den Beweis jetzt. Das ist nicht böser Wille, das ist nur durch dieses unglaubliches Gewirr von Regulationen, Gesetzen, ist das dazu gekommen, dass es jetzt eigentlich einen totalen Engpass gibt. Es gibt eine Sackgasse. Die Sackgasse ist am heftigsten bei der schönen Abkürzung BAMF, also bei dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Die sind, wie ich jetzt erfahren habe, die sind noch nicht mal dabei, die ersten Syrer zu bearbeiten, weil die bearbeiten erstmal den ganzen Fall von Balkanflüchtlingen. Und dann sind sie vielleicht in einem halben Jahr fertig und dann kommen die Syrer dran. Das geht nicht, wenn man eine solche Herausforderung hat. Und da muss man sich, ich meine, es gab einen ganz tollen Satz von der Kanzlerin bei ihrer Sommerpressekonferenz, da hat sie etwas noch viel Mutigeres gesagt als wir schaffen das. Wir schaffen das ist ja ein Allgemeinsatz. Sie hat gesagt, stellen Sie sich das mal vor, als deutsche Kanzlerin hat sie gesagt, wir müssen aus der deutschen Gründlichkeit rauskommen zu deutscher Flexibilität. Stellen Sie sich das mal vor. Wie sollen wir Deutsche das denn machen? Sollen wir Italiener werden? Ja, das ist nämlich eine Riesen... Und im Grunde hat sie natürlich total recht. Es ist ja auch einiges zu langsam, zu pomadig und so weiter. Aber die Tatsache, dass jetzt zum Beispiel die Universität Würzburg einfach 50 Syrer schon aufgenommen hat für Studiengänge, die noch gar nicht durch sind, einfach so, wird aber erlaubt, weil es sind zu viele, wir müssen die irgendwie unter. Ne? Es ist überall. Wir werden auch versuchen, als NGO in Göttingen ein Haus zu bauen mit den jungen Leuten, die da rumsitzen. Und das Gefährlichste ist doch, wenn, das weiß doch jeder von uns selbst, das wissen wir doch selbst aus unserer Erfahrung, wenn wir tagelang herumsitzen und haben nichts zu tun und bis der Tag ist nicht gegliedert, vergammeln wir. Und das ist für die Mehrzahl dieser Flüchtlinge ein Zustand bis zu 17 Monaten. Das ist nämlich die Zeit, bis zu der man einen Bescheid bekommt. Und das ist wertvolle Zeit, die kann man nutzen. Und deshalb wollen wir in Göttingen ist der Bürgermeister und der Stadtrat bereit, das zu erlauben, dass man mit jungen Flüchtlingen einfach eine ganz neue Form der Unterbringung macht, indem die ihre neue Unterbringung bauen, ein Riesenhaus bauen. Also so nach dem Muster, wie man das sich vorstellen kann, wie das dann auch als unter Umständen als Produktionsgenossenschaft gewertet werden kann. Dabei hätten wir drei Fliegen mit einer Klappe. Der Tag wäre total gegliedert, total organisiert für diese jungen Menschen. Sie würden einen Beruf lernen und sie würden Deutsch lernen. Besser geht es gar nicht.
Also das müssen wir, das sind jetzt so Dinge, die müssen reinkommen in diese Bewegung, in der wir gegenwärtig sind, wo ich sehr viele Chancen, sehr viel mehr Chancen sehe als Belastungen. Will aber dennoch sagen, es ist, ich komme zum Schluss, es ist schwierig, es ist nicht einfach. Nicht, dass jemand meint, ich hätte gesagt, es wäre einfach, es ist ganz schwierig. Ich möchte in dieser Zeit nicht Politiker sein. Das ist eine unglaublich schwierige, und es ist, die Politik wird versagen, und wir werden darüber drei Kreuze machen und das zu Recht kritisieren, wenn die Politik jetzt daraus eine Parteigeschichte macht. Das ist nicht die Situation, das ist eine nationale Aufgabe, das ist nicht eine parteipolitische Aufgabe. Also wenn das so, wenn wir dazu kommen, würde ich mich freuen, das könnte auch ganz gut gelingen. Ich möchte zum Schluss zwei Zitate noch vortragen, da ich ja jetzt in einem quasi universitären Umfeld hier bin, muss ich Ihnen ja auch etwas von den Alten bieten, also von den Römern und den Griechen. Also von den Griechen ist schwieriger, aber Römer schon einfacher. Also für alle die, die mal sich gequält haben mit dem Gallischen Krieg, kann ich jetzt, und das ist immerhin doch schon über 2000 Jahre her, mit Julius Caesar, also im Buch 6, 23 heißt es bei Caesar, De Bello Gallico, den Gast zu verletzen gilt bei den Germanen als Frevel. Aus welchen Anlässen er auch zu ihnen kommen möchte, sie schützen ihn vor Unrecht und behandeln ihn als unverletzlich. Jedermanns Haus steht ihnen offen. Stellen Sie sich mal vor, das würde morgen die Devise sein. Und man teilt mit ihnen das Essen. Das ist Dokument Nummer 1, das gut in unsere Zeit passt. Wahrscheinlich wissen wir das gar nicht mehr, wie toll die Germanen waren, unsere Vorfahren. Aber noch toller ist es in dem ersten großen Buch über die Germanen von Tacitus, De Germania, über Deutschland. Das soll 98 oder 104 entstanden sein, und da darf ich Ihnen noch mal zum Schluss einen Wunder, und der Tacitus hat das auch recherchiert, wie ich jetzt von einem Altphilologen noch mal erfuhr, während der Cäsar das nur vom Hörensagen berichtet hat. Zitat: Es gilt bei den Germanen als Sünde, einem Menschen sein Haus zu verschließen, wer es auch sei. Jeder empfängt ihn mit einem seinen wirtschaftlichen Verhältnissen entsprechenden, reich zubereiteten Mahle. Wahnsinn. Sind die Vorräte aufgezehrt, dann weiß der, der eben noch Gastgeber gewesen war, den Weg zu einem anderen gastlichen Haus und geht selbst mit, uneingeladen betreten sie den nächsten Hof, und der Empfang ist nicht weniger herzlich. Im Gastrecht macht keiner einen Unterschied zwischen Bekannten und Unbekannten. Zwischen Gastgeber und Gast gibt es keinen Unterschied von Mein und Sein. Wie sagte Napoleons Mutter zu ihrem Sohn, pour vous que ça dure, wenn das man anhält unter uns Deutschen. Dankeschön.